Schießt jetzt natürlich auf mich. Ah ne, der verbessert seinen Kollegen und der schießt dann auf mich. Ja, klar. Oh, der Baum ist weg. Das ist nicht gut. Was ist das für ein Geräusch? Oh, da ist der Dicke. Zwei Shotguns. Aber die kann man anscheinend wohl nicht fangen. Das ist ein bisschen schade. Oh, der stranguliert jetzt wieder. So, geh du mal dahin, bitte. Ne, kann man nicht fangen. Ne, schade. Na gut. Na gut, dann ist er halt weg. Du musst eben mal nachladen. Du kannst auch eben nachladen. Und du... Ach, du kannst dich gar nicht wirklich bewegen, dann kannst du auch eben nachladen. Der verbessert wieder seinen Kollegen. Das hält ja Gott sei Dank immer nur eine Runde. Und wenn ich den jetzt töten würde, dann würde der mitsterben. Ah, da kommen die nächsten. Hallo Jungs. Oh, netter Schuss. Sehr, sehr netter Schuss. So, du kannst eben mal kurz... Gehst mal dahin. Könnte eigentlich so einen Sprintschutz machen. Dann kann der weiter sprinten. Aber wohin? Ob das jetzt viel Sinn gemacht hat, weiß ich nicht. 18, 6, 6, 10, 1. Okay. Dann gehen wir da drauf. Na, schade. Das war fast zu erwarten. Ich kann jetzt natürlich keine Rakete mehr abschießen. 27, 27, 27, 47. Dann gehen wir natürlich da drauf. Oh, nett. Sehr, sehr netter Schuss. Dann geh du mal dahin. Du kannst auch so einen Sprintschutz, ne? Versuch mal dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, aber... Haben wir wenigstens einen erledigt. Ach, die Gegner sind jetzt dran. Ich dachte, mein anderer wäre auch noch dran. Ah, der verpisst sich. Der verpisst sich nicht. Der flankiert meinen Menschen. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Jetzt ist er tot. Fuck. Oh, ich habe noch einen verloren. Oh nein. Oh nein. Ich spiele zu unvorsichtig. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich muss meine Spielart ein bisschen umstellen, habe ich das Gefühl. Fuck. Finde ich natürlich jetzt auch selber scheiße. An dir werde ich mich rächen. Jetzt habe ich ihn gefangen, aber das bringt mir natürlich auch nicht viel, dass ich den gefangen habe. Na, jetzt habe ich einen verloren, ey. Scheiße. Okay. Mit Getöse. Oh, da kommt. Wir sollten alles versuchen, um eine dieser Kreaturen mit dem Pulsbogen einzufangen. Bei einem Angriff mit konventionellen Waffen bleibt nicht viel von ihnen übrig. Na, das ist natürlich jetzt Fail, weil ich jetzt zu nah dran bin. Kann ich irgendwo in Deckung gehen? Du gehst mal da in Deckung. Du kommst da jetzt nicht ran, ne? Scheiße. Komme ich da nicht an. Und die hat auch mein Betäubungsding. Geh du mal da in Deckung. Und du gehst da drin in Deckung. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich werde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Jawohl. Das ist es wahrscheinlich auch. So, jetzt kommt er. Oh, 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 das war knapp. So,
So, jetzt versuchen wir mal zu fangen. Ich mach mich los. Hallo, mein Freund. Sobald Sie zurückkehren, beginnen wir mit der Analyse dieses neuen Artefakts. So, du gehst mal eben da rein. Jetzt müsste noch irgendwo so ein kleiner von denen rumrennen. Du kannst eine Runde sprinten. Ja, dass ich schon wieder einen verloren habe, riecht mich ein bisschen auf, ey. Mist. Diese Unvorsichtigkeit. Also in echt sollte ich, glaube ich, kein Kommandant werden, der irgendwelche Leute rumbefiehlt. Da geht alle nur drauf. So. Dann gehst du mal dahin. Vor allem, das hätte mir ja klar sein müssen, da waren 5 Gegnertypen. Und ich bewege den dahin, dass er eigentlich schon fast flankiert ist. Also, noch flankierter hätte er ja gar nicht, wäre ja gar nicht gegangen. Einsatzziele erreicht. Schade. 2 Leute schon verloren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht... fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Das ist ja wie ich. Das ist ein Frauenmagnet und das... okay, zwingen bin ich jetzt nicht der Typ für, aber... Oh nein. Meine Witze werden immer schlechter, es tut mir leid. 3 Medikits. Vielleicht sollte ich dem mal ein paar Medikits in der Hand drücken. Ich kann natürlich jetzt wieder 1000 Sachen forschen. Kaufe Gegenstände. Erstmal ein Medikit kaufen. Ich habe noch gar keine. Zack. Wo ist er denn, der Unterstützer? Da. Bewaffnung. Ich hätte jetzt kein Scope mehr, sondern Medikits. Der ist noch 2 Tage verwundet. Da habe ich wenigstens meinen Hauptcharakter wieder. Commander, das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen. Wie lange dauert das? Lediglich den Befehl dazu geben. Diese Einrichtung wird das Herzstück unseres genetischen Modifikationsprogramms. Unsere Soldaten werden völlig neue Fähigkeiten erhalten und auf dem Schlachtfeld effektiver kämpfen als jemals zuvor. Je mehr wir über die Genetik der Aliens in Erfahrung bringen, umso größer wird die Bandbreite der verfügbaren Modifikationen werden. Okay. Stellt sich die Frage, was von beiden wir forschen. Ich denke, wir sollten das nehmen. Ich schicke den ausgewählten Freiwilligen sofort zur Vorbereitung auf den Eingriff. Sobald die genetische Modifikation abgeschlossen ist, werde ich sie umgehend davon in Kenntnis setzen. Die Meldsubstanz war bei der Entwicklung von genetischen Modifikationen von unschätzbarem Wert. Aber bisher mussten wir uns auf die Veränderung von vorhandenen menschlichen Organen beschränken. Dank der neuesten Autopsieergebnisse ist es uns jetzt auch möglich, physiologische Komponenten der Aliens in unser genetisches Modifikationsprogramm zu integrieren. Vielleicht ist es ja zu viel verlangt von unseren Soldaten, aber es würde sie auf dem Schlachtfeld noch effektiver machen. Commander, wir haben einige Verluste erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Ach doch mal, könnt ihr mal aufhören zu reden? So, ich kann die hier übrigens noch ein bisschen hochpushen und das werde ich nehmen, weil dann kann sie sich bewegen und schießen. Und ich muss Leute... Wieso muss ich Leute... Wie kriege ich überhaupt Leute? Ah da, Soldaten anwerben.
Achso, man kann mehr. Ich dachte, ich könnte auch vielleicht eine andere Stufe von Soldaten anwerben oder so. Aber nein, kann ich nicht. Gut. Oder nicht gut. Weiter geht's. Ups, ich sagte, weiter geht's. Strahlwaffen. Jetzt habe ich natürlich die Waffen, aber ich habe keine Kohle dafür, um mir die zu kaufen. Lasergewehre. Das hätte Priorität, aber ich mache erstmal ein bisschen andere Sachen noch. Ich möchte ja alles geforscht haben.